Hola, buenos dias. Hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gran Canaria. Ja, die Sonne scheint, es ist wieder herrliches Wetter, kein Wölkchen in Sicht. Und trotzdem geht es heute nicht an den Strand, sondern auf Shoppingtour. Und wer Interesse hat, kann gern mal mitkommen. Auf geht's! Ich fahre jetzt erst einmal Richtung Flughafen und ein bisschen weiter zum Centro Comercial La Mareta. Dort befindet sich IKEA und Leroy Merlin. Das ist ein großer Baumarkt, wo ich ein paar Kleinigkeiten einkaufen möchte. Und danach geht es nochmal weiter zum Centro Comercial La Terraza, Outlet Center. Dort befindet sich unter anderem der Mediamarkt, Jysk und ein paar Outlets von Sportartikelhändlern wie Nike und so weiter. Ja, mal schauen, was ich dort alles so einkaufe. Hier auf der rechten Seite, das ist Conforama, die Filiale einer französischen Möbelmarktkette. Großer Laden, aber ich gehe da nicht so gerne rein, also ist nicht gerade gemütlich und schön da drin, finde ich. Trotzdem biege ich hier ab, weil hier komme ich auch zu unserer Billigtankstelle, da kann ich mir eben noch mal den Tank voll machen. So, da sind wir auch schon, 1,49 €, ja, das geht doch. So, das wäre geschafft. Tank ist wieder voll. Und wie man sehen kann, wir fahren jetzt in eine ganz andere Wetterzone. Ab Vecindario schlägt das Wetter meist um. Dort ist es windig und wenn man jetzt weiter in den Süden, in den Norden kommt, wird es meist wolkiger und kälter. Ja, hier rechts ist auch schon der Flughafen und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil kurz dahinter ist eine Radarfalle. So, das erste Ziel meiner Shoppingtour hätte ich erreicht. Hinter mir der IKEA von Gran Canaria. Ja, das ist ein recht großer Laden und eigentlich genauso aufgebaut wie die IKEAs in Deutschland auch. Man fährt erst die Rolltreppe hoch, geht dann durch die Ausstellung und kann dann unten Kleinzeug einkaufen. Ja, und auch das Sortiment ist eigentlich vergleichbar. Hier gibt es fast alles, was man in Deutschland auch bekommt, nur nicht immer. Und viele Dinge, da muss man eben ein bisschen drauf warten. Die müssen ja auf die Insel gebracht werden und das dauert eben manchmal seine Zeit. Aber es gibt eine gute Website, wo man dann auch die Sachen direkt bestellen und dann hier abholen kann. Also ist eigentlich ganz komfortabel. Direkt neben IKEA befindet sich das El Campo, ein riesig großer Supermarkt mit fast 50 Kassen. Da bekommt man so ziemlich alles. Aber ich brauche heute nichts, was man hier kaufen könnte. Ich gehe einfach mal nur hier durch. Nur wenige Schritte entfernt von IKEA befindet sich der Leroy Merlin. Das ist der, glaube ich, größte Baumarkt hier auf Gran Canaria. Da bekommt man alles, so vom Bilderrahmen bis zum Grillzubehör oder Kunstrasen. Alles, was man eben so fürs Haus und für den Garten braucht. Und da gehe ich jetzt auch noch mal rein. Ich muss noch mal ein paar Kleinigkeiten dort besorgen. Nur circa 2 Autominuten von IKEA entfernt befindet sich das Outlet Center Las Terrazas. Wenn man hier in die Auffahrt fährt, kann man von der Kurve aus ganz herrlich die Bucht von Las Palmas sehen. Hier ist es immer sehr windig und da haben natürlich auch die Kitesurfer richtig Spaß, wie man hier sehen kann. Ja, ich fahre immer wieder gerne hier ins Las Terrazas. Zum einen lockt der Mediamarkt hier hinter mir mit all den tollen Elektrogeräten. Dann gibt es hier einen Jysk-Shop, wo ich auch immer wieder fündig werde und ein paar Outlet-Shops, beispielsweise von Nike, Reebok und einigen Surf-Labels. Aber der Weg hierher, der lohnt sich eigentlich immer wieder. Machen wir doch mal einen kleinen Rundgang. Wenn man die Rolltreppe hochgeht und dann rechts geht, läuft man direkt auf den Quicksilver Outlets. Dort bekommt man sehr schöne Bademoden zu guten Preisen, gehe ich immer wieder gerne rein.
Ja, und diese Monumente sieht man, oder sieht man mehrere von diesem Outlet. Hier der Nike Factory Store, einer meiner Favorites. Daneben Reebok. Pepe Jeans hat einen Shop. Und eine ganze Reihe von Brands, die ich gar nicht kenne. Ja, hier geht's weiter. Hier noch ein, so ein Monument. Und Vodafone hat natürlich auch einen Laden. Mobilfunkshops gibt es hier auch. Skechers findet sich hier. Dann Jack & Jones und für viele vielleicht sehr interessant, Desigual. Und ein McDonald's gibt es hier oben natürlich auch. Man muss also nicht verhungern. Mein Lieblingsladen natürlich der Mediamarkt, fast so wie in Deutschland. Großer Laden und daneben der Jysk, das dänische Bettenlager. Auch da habe ich schon einiges gekauft. So, nachdem ich all meine Einkäufe soweit erledigt habe, geht es jetzt zurück Richtung Süden. Aber einen Stopp gibt es noch. So, die letzte Station meiner heutigen Shoppingtour ist das Centro Comercial Atlantico in Vecindario. Eines der ältesten und größten Einkaufszentren hier auf der Insel. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Und so sieht es im Atlantico von innen aus. Ist ein bisschen eleganter als Las Terrazas, voll klimatisiert. Und hier gibt es viele kleine Läden, unter anderem auch einen Worten, das ist die spanische Antwort auf den Mediamarkt. Da habe ich auch schon einiges gekauft. Und was ich hier besonders toll finde, ist dieser Automat, der Coinstar. Da kann man nämlich sein ganzes Klimpergeld in einem Schwung reinschmeißen. Der zählt das dann und man bekommt einen Einkaufsbon für den daneben liegenden Carrefour Supermarkt. Wirklich eine ganz tolle Sache, um diese Sammlung endlich mal loszuwerden. Ja, und der eigentliche Grund, warum ich hier im Atlantico gehalten habe, ist, hier gibt es den besten McDonald's auf der Insel. Zumindest ist das der beste, den ich kenne. Und da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Gut gesättigt mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ja, hier kurz vor San Agustin muss man aufpassen. Hier ist Tempo 100 und gleich, wenn es bergab geht, da steht eine Radarfalle. Und wenn man dann nur ein paar Stundenkilometer drüber ist, dann wird es gleich teuer. Ist man direkt mit 100 Euro oder mehr dabei. Wenn man zügig zahlt, kann man die Strafe halbieren, aber ist natürlich so oder so ärgerlich. Da kommen die Dünen ins Bild. So, ich bin wieder daheim in Maspalomas. Ich war jetzt insgesamt 4 Stunden unterwegs, bin rund 80 Kilometer gefahren und habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ja, ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen von euch gefallen. Ich denke mal, für diejenigen, die hier normal Urlaub machen, wird das nicht so spannend gewesen sein. Aber diejenigen, die hier länger bleiben wollen oder überwintern, und das werden ja immer mehr, haben vielleicht die eine oder andere interessante Information bekommen. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich natürlich wie immer über jedes Like und jedes Abo, das ihr hier lasst und sage mal Tschüss bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Ciao, ciao.